Und als Fortsetzung möchte ich noch unseren Hauptzelebranten für das Morgengebet vorstellen, György Udvardi. Er ist in Balassagyarmat geboren. Er wurde in Esztergom zum Priester geweiht. Er ist Erzbischof des Erzdiözese Veszprém und Vizepräsident der Ungarischen Katholischen Bischofskonferenz und auch Präsident der Katechetischen Kommission der Ungarischen Bischofskonferenz. Seine Devise ist Jesus Christus est Dominus. Die Musik wird von der Gemeinschaft der acht Seligkeiten vorgestellt. Und diese apostolische Gemeinschaft wurde in 1973 durch zwei französische Ehepaare im Geiste des Zweiten Vatikanischen Konzils und der katholischen charismatischen Erneuerung gegründet. Sie hatten die Inspiration empfunden, das Evangelium aufgrund der Apostelgeschichte und nach dem Beispiel der ersten christlichen Gemeinschaften zu leben. Diese Gemeinschaft ist in fünf Kontinenten vertreten und sie sind in unser Land in 2006 gekommen und mit ihrem gebetsvollen Präsenz und ihrer aktiven Dienstleistung sind sie auch hier dabei, um auf die Antwort, auf die Liebe Jesu zu antworten und das auch anderen zu zeigen. Sie werden eine kontinuierliche eucharistische Anbetung sichern für den ganzen Tag heute in der Kirche der ewigen Anbetung und dazu laden Sie alle herzlich ein. O Gott, komm mir zu Hilfe. Herr, sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Öffne meine Augen, Herr, für die Wunde deiner Liebe. Mit dem Blinden rufe ich, Heiland, mache, dass ich sehe. Öffne meine Ohren, Herr, für den Anruf meiner Brüder. Lass nicht zu, dass sich mein Herz ihrer großen Not nicht Not verschließe. Öffne meine Hände, Herr, Bettler stehen vor meiner Türe und erwarten ihren Teil. Christus, mache, dass ich teile. Herrliches sagt man von dir, du Stadt unseres Gottes. Der Herr lebt seine Gründung auf heiligen Bergen. Mehr als all seine Städten in Jakob liebt er die Tore Zions. Herrliches sagt man von dir, du Stadt unseres Gottes. Leute aus Ägypten und Babel zähle ich zu denen, die mich kennen. Auch von Leuten aus dem Philisterland, aus Tyrus und Kusch sagt man, er ist dort geboren. Doch von Zion wird man sagen, jeder ist dort geboren. Er, der Höchste, hat Zion gegründet. Der Herr schreibt, wenn er die Völker verzeichnet, er ist dort geboren. Und sie werden beim Reigentanz singen, all meine Quellen entspringen in dir. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Herrliches sagt man von dir, du Stadt unseres Gottes. Seht, Gott der Herr kommt mit Macht, er herrscht mit starkem Arm. Der Herr kommt mit Macht, er herrscht mit starkem Arm. Seht, er bringt seinen Siegespreis mit. Alle, die er gewonnen hat, gehen vor ihm her. Wie ein Hirt führt er seine Herde zur Weide, er sammelt sie mit starker Hand. Die Lämmer trägt er auf dem Arm, die Mutterschafe führt er behutsam. Wer misst das Meer mit der hohlen Hand? Wer kann mit der ausgespannten Hand den Himmel vermessen? Amen.
Wer misst den Staub der Erde mit einem Scheffel? Wer wiegt die Berge mit einer Waage und mit Gewichten die Hügel? Wer bestimmt den Geist des Herrn? Wer kann sein Berater sein und ihn unterrichten? Wen fragt er um Rat und wer vermittelt ihm Einsicht? Wer kann ihn über die Pfade des Rechts belehren? Wer lehrt ihn das Wissen und zeigt ihm den Weg der Erkenntnis? Seht, die Völker sind wie ein Tropfen am Eimer. Sie gelten so viel wie ein Stäubchen auf der Waage. Ganze Inseln wiegen nicht mehr als ein Sandkorn. Der Libanon reicht nicht aus für das Brennholz. Sein Wert genügt nicht für die Opfer. Alle Völker sind vor Gott wie ein Nichts. Für ihn sind sie wertlos und nichtig. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Der Herr kommt mit Macht und mit ihm sein Siegespreis. Rühmt den Herrn, unseren Gott, an seinem heiligen Berg, werft euch nieder. Der Herr ist König, es zittern die Völker. Er thront auf den Cherubim. Es wankt die Erde. Groß ist der Herr auf Zion, über alle Völker erhaben. Preisen sollen sie deinen großen, majestätischen Namen, denn er ist heilig. Stark ist der König, er liebt das Recht. Du hast die Weltordnung fest begründet, hast Recht und Gerechtigkeit in Jakob geschaffen. Rühmt den Herrn, unseren Gott. Werft euch am Schemel seiner Füße nieder, denn er ist heilig. Mose und Aaron sind unter seinen Priestern, Samuel unter denen, die seinen Namen anrufen. Sie riefen zum Herrn und er hat sie erhört. Aus der Wolkensäule sprach er zu ihnen, seine Gebote hielten sie, die Satzung, die er ihnen gab. Herr, unser Gott, du hast sie erhört. Du warst ihnen ein verzeihender Gott. Aber du hast ihre Frevel vergolten. Rühmt den Herrn, unseren Gott. Werft euch nieder an seinem heiligen Berge. Denn heilig ist der Herr, unser Gott. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und aller Zeit und in Ewigkeit. Amen. Rühmt den Herrn, unseren Gott, an seinem heiligen Berg werft euch nieder.
dient einander als guter Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes, jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Wer redet, der rede mit den Worten, die Gott ihm gibt. Wer dient, der diene aus der Kraft, die Gott verleiht. So wird in allem Gott verherrlicht durch Jesus Christus. Istentől, az atyánktól, adományaiban. Von Gott, von unserem Vater, sehen wir alle Geschenkte durch seine Gaben. Am heutigen Tag des Kongresses, so auch in dieser Liturgie, möchten wir die Aufmerksamkeit auf die Geschenke der Hoffnung lenken. In der Taufe durch den Sohn haben wir alle das Geschenk der Hoffnung erhalten. Die Hoffnung ist eine göttliche Tugend. Durch sie warten wir, hoffen wir auf das Glück, auf den Himmel und auf das ewige Leben. Unser Vertrauen legen wir in Christus, in seine Verheißungen. Wir stützen uns nicht auf die eigenen Kräfte, sondern auf die Hilfe des Heiligen Geistes und auf die Gnade Gottes. Lasst uns an dem unwandelbaren Bekenntnis der Hoffnung festhalten, denn er, der die Verheißung gegeben hat, ist treu. Durch die Erlösung durch Jesus Christus und durch das Vertrauen und die Neugeburt im Heiligen Geist sind wir die Erben des ewigen Lebens. Das Fundament unserer Hoffnung, die Auferstehung Jesus Christus, ist das Versprechen und Lass und dass ich ihn auferwecke am jüngsten Tag. Mit ihm, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir. Und ich bleibe in ihm. Die grundsätzliche Frage der Hoffnung lautet eigentlich so: Welchen Platz nimmt die Zukunft, das noch nicht in meinem Leben? Die Zukunft, die keine irdische Realität ist, sondern eine himmlische Heimat, das ewige Leben, wo der Mensch gottähnlich wird, den wir von Angesicht zu Angesicht sehen können. Die Hoffnung lenkt unsere Aufmerksamkeit auf die absolute Zukunft wie ein Anker auf das andere Ufer und gestaltet unser ganzes Wesen und trotzdem unsere Gegenwart auch. Es geht um konkrete und direkte Taten, gute Werke gegenüber und meine Mitmenschen. Die Hoffnung ist das Vertrauen in die Treue wie ein Fels von Jesus Christus, von Gott. Gott hat nach der Erbsünde trotzdem sofort Verheißungen gegeben dem verzweifelten Menschen. Gott hat den Menschen nie ohne Hoffnung gelassen und zieht nie seine Treue und seine Verheißung zurück. Das sichert uns, dass wir eine reale Zukunft haben. Die Hoffnung antwortet auf die Sehnsucht des Menschen nach Glück, was Gott von jedem Menschen ins Herz gelegt hatte. Die Hoffnung, das Hoffnung beinhaltet alle Sehnsuchten, Wünsche, die nach Glück sich richten. Und was das menschliche Tun erweckt, das wird gereinigt und in die Richtung des Himmels gelenkt. Die Hoffnung schützt vor Unsicherheit, unterstützt vor Hilflosigkeit, erweitert das Herz in der Erwartung des ewigen Glücks. Die Hoffnung bewahrt uns vor Egoismus und führt uns zu den guten Taten, zu der Praxis der Liebe. Die Hoffnung ermuntert uns zu Gebet und zur Mitmenschlichkeit. Daher ist auch eine Tugend für die missionarische Tätigkeit in unseren Welten, in unseren Städten begegnen wir vielen Menschen, die die Hoffnung verloren haben. Oder wir begegnen Menschen, die so leben, die eigentlich überhaupt keine Hoffnung haben. Die Zeichen
des Nachlassens von Hoffnung und auch die Zeichen, die da sind, auf die Hoffnung, beide sind gleichzeitig in unserer Welt da. Nicht derjenige, der ist krank oder arm oder betrogen. Nicht diese Menschen haben Not, sondern diejenigen, die keine Hoffnung haben. Wir können nicht alle notbedürftigen Notlern helfen in materieller und sozialer Hinsicht. Aber Hoffnung können wir nur geben. Ich zitiere, Silber und Gold besitze ich nicht. Doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi, des Nazareas, steh auf und geh umher. Wir nehmen das gebrochene Brot, das heißt Jesus Christus, zu uns und geben wir den Hungernden. Christus ist in der Eucharistie die leibhaftig gewordene Hoffnung. Der Christ, der mit der Eucharistie sich nährt, ist Gestalt der Hoffnung für die Welt. Oft spüren wir die Spannung, die in den Menschen, weil die Welt sehr aggressiv ist und die Menschen wiederum bei Hoffnung haben, aber kaum Werkzeug dafür haben, als ob es keine Chancen gäbe. Aber wir wissen, Christus hat schon den Tod besiegt und er ist als Sieger zurückgekommen. Er gibt uns sich selbst im Brot, als das Brot des ewigen Lebens. Und deswegen bekennen wir uns mit voller Kraft. Also kennen wir von jetzt an niemanden mehr dem Fleische nahe. Die Kirche hat Hoffnung und geht zu Boden vor der Eucharistie, neigt sich davor, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Die Kirche wartet sehnsüchtig darauf, dass sie sich in der himmlischen, dass sie im Himmel mit Christus sich einigen kann. Die Eucharistie gibt uns aber das schon jetzt. Die Liebe, die nach der Gegenwart des Herrn sich sehnt, die Gemeinschaft wiederholt es immer wieder und sagt auch bei der Kommunion, komm Herr Jesus Christus. Unsere einzige Hoffnung ist Jesus Christus. Aus ganzem Herzen rufe ich, erhöre mich und sei mir gnädig. Herr, deine Weisung will ich befolgen. Erhöre mich und sei mir gnädig. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Aus ganzem Herzen rufe ich, erhöre mich und sei mir gnädig. Dienet dem Herrn in Heiligkeit, denn er befreit uns aus der Hand unserer Feinde. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen. Er hat uns einen starken Retter erweckt, im Hause seines Knechtes David. So hat er verheißen von alters her, durch den Mund seiner heiligen Propheten. Er hat uns errettet von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Er hat das Erbarmen mit den Vätern an uns vollendet und an seinen heiligen Bund gedacht, an den Eid,
den er unserem Vater Abraham geschworen hat. Er hat uns geschenkt, dass wir aus Feindeshand befreit ihm furchtlos dienen, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinem Angesicht all unsere Tage. Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen und ihm den Weg bereiten. Du wirst sein Volk mit der Erfahrung des Heils beschenken, in der Vergebung der Sünden. Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe, um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes, und unsere Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Diene dem Herrn in Heiligkeit, denn er befreit uns aus der Hand unserer Feinde. Gepriesen sei Gott, der allmächtige Vater, der allzeit für uns sorgt. Zu ihm lasst uns beten. Du hast uns Menschen wunderbar geschaffen und noch wunderbarer erneuert. Gib, dass wir dir alle Zeit danken. Du hast uns zum Beginn dieses neuen Tages geführt. Gib, dass wir über all unserem Tun dich nicht vergessen. Reinige unser Herz von jedem bösen Verlangen. Mach uns bereit, heute in allem deinen Willen zu tun. Öffne unsere Augen für die Not der Mitmenschen und lass sie unsere Hilfe erfahren. Precepti salutaribus moniti et divina institutio non formati, audemus dicere.
Allmächtiger Gott, erleuchte die Völker, die im Schatten des Todes sitzen, mit dem Licht jener Heiligkeit, mit der uns der Aufgang aus der Höhe geheimsucht hat, Jesus Christus, unser Herrn, der in der Einheit des Heiligen Geist mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Der Name des Herrn sei gepriesen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und den Heiligen Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Amen.